zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich bin auf dem... Achso, warte mal, ich habe gar nicht nach den Preisen geguckt. Müsste ich nämlich zum Aldi. Mist! Aldi bietet gerade mehr, dann verkaufe ich doch lieber beim Aldi. Oh, der kommt da an. Der kommt da an, einen kaputten Drescher. So, wir verkaufen unseren letzten Rest Mohn. Das sind nochmal... Das gehört gar nicht so viel. Nochmal 27.500. Das gibt uns nochmal gut Geld. Dann müssen wir eigentlich ins Sägewerk, da Holzkohle nochmal verladen. Und ich müsste eigentlich den Neumann noch anrufen, dass der nochmal Pflanzenschutz bei mir drauf macht. Oder ich fahre bei ihm vorbei, schaue ich mal. Ich meine, bin ja sowieso in der Nähe. Dann kann ich auch bei ihm vorbeifahren. Wenn er zu Hause ist, was ich mal hoffe. Ja, das war jetzt klar. Ich habe extra Runde... Naja, egal. Gut. 27.000 mal knapp 800 Euro. Ja, wird nochmal so 23.000, 24.000 bringen. Die Pacht vom Feld ist ausgelaufen. Könnte ich den Jürgen gerade mal anrufen? Ja. Du, Jürgen, die Ernte auf der 81 ist ja fertig. Das heißt, die Pacht ist ausgelaufen, oder? Ja. Okay, gut. Wollte noch sicher gehen. Was? Die ist ausgelaufen. Tschüssi. Tschö. Oh, diese. Nee, ich fahre jetzt erst zum Aldi und verkaufe das Zeug, bevor dann nachher, bevor das nachher nicht passt. Also bevor ich nachher weniger Geld krieg, so meinte ich. Sojabohnen habe ich doch, glaube ich, auch noch, oder? Sojabohnen habe ich auch noch 31.000.
gut. Wollen halt nur das gute Zeug, Aldi und Lidl, ne? Von mir. Versteht sich. Jetzt fahre ich aber gerade mal, wenn ich schon hier bin, fahre ich mal kurz bei den Blaubeeren vorbei. Vielleicht sind die ja zu Hause. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Ist keiner. Oh, bei den Kühen sieht's aus. Volker Wauna, hallo? Hey Volker, Ding hier. Ja. Ich war gerade beim Razix wegen meinen Reifen, die sind bestellt. Ey. Okay. Aber wenn du. Ich hab dir auch direkt einen Auftrag gegeben, für meine eigene Werkstatt zu bauen. Ah ja, ja. Aber wenn du beim Razix gerade bist, dann könntest du ja mein Ding, mein Glas nehmen. Da hängt nämlich der Düngestreuer hinten dran. Ja, könnte ich auch, nur dann muss ich mein JCB halt hier lassen. Ja, den holen wir dann zusammen ab. Okay. Ich muss jetzt noch kurz zum Neumann. Ich wollte den irgendwas fragen, ich weiß aber nicht mehr was. Und dann... Ah, da steht ja einer rum. Na, oder auch nicht. Eingeschlafen. Ja, dann komme ich vorbei. Ja. Beziehungsweise treffen wir uns dann beim Jürgen. Ja, ich wollte jetzt gerade mit deinem Klaas vom Hof fahren. Jojo, passt. Fährst du damit das Düngen? Ja. Nee, dann treffen wir uns bei mir am Hof. Weil sonst steht ja wieder meiner dabei da oben. Ja. Okay, gut, jo, bis später. Ciao. Tschüss. Guck ich mal, ob der Neumann da ist. Ich weiß gar nicht mehr, was ich von dem wollte. Weiß auch nicht mehr. Warte mal, ich könnte den Wind noch mal anrufen, ob der überhaupt Dünger hat. Was wollte ich denn von Neumann? Volker Varuna, hallo? Servus. Hi. Es hat richtig, dass der Diesel mit deinem Traktor weggefahren ist. Ja, ja, das passt. Gut. Lecher hat schon mal eine Wartung bekommen. Kosten für dein Glas und Düngestreuer 1400. Alles drum und dran. Lecher Kosten waren 2300. Ja, und nun? Wie wollen wir das machen? Hälfte, Hälfte, oder? Und dir gerade was überwiesen. Jo, merci. Gut, passt, oder? Ja, mach mal so. Gut, bis denn mal. Jo, tschüss.
Diesel. Jo, du, wie viel Dünger ist denn da noch drin? 2164 Liter. Okay, dann nehme ich vom Neumann, glaube ich, ein bisschen Dünger mit runter. Gut, passt, danke. Bitte. Tschö. Ja. Die Dude. Ja. Hallo, Dian. Guten Tag, oh, Volker. Wer ist denn hier der Lademeister? Deiner. Mein Sohnemann, das Drecksviech. Uiuiui, das sind aber böse Worte. Ja, haben Sie es schon mal gesehen, wie das ausgeschaut hat? Der war dreilagig hoch. Dann fahre ich einen Kurvenmoment, dann fällt mir das ganze Scheißdreck unter. Hm. Ach, da liegen ja noch mehr. Jaha. Da liegt's Geld auf der Straße, ne? Die gute Wolle. Ja, ist der Neumann hier auch irgendwo? Der huscht hier auf Feld 1 rum, glaube ich. Oh Gott, dann rufe ich ihn mal an. Du. Gott. Hallo, ist der Neumann? Jo, Neumi, du, hast du Düngervorrat? Eigentlich ja. Und Pflanzenschutz? Ja. Und jemand, der den Pflanzenschutzauftrag machen kann? Das könnte eher schwierig werden. Ei. Warte mal, ich guck mal. Dünger müsste ich im Lager haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht wegen Pflanzenschutz, aber wenn du die Spritze nicht hast, kannst du die auch von mir ausleihen. Na, ich denke, das kriege ich zeitlich nicht mehr hin. Okay. Nee, passt. Dann würde ich ein bisschen Dünger mitnehmen. So, keine Ahnung, 10.000 Liter. Oder was kosten 1.000 Liter? 1.200. Ja, dann nehme ich mal 10.000 Liter mit. Okay. Warte mal, wo ist denn das Ding ins Düngerlage? Ja, 65 hast du noch drin. 13.200 denn. 13.2. 13.2 mit Steuern, ja. Jo, überweise ich dir gleich. Also 10.000 hast du abgeholt, ne? Noch nicht. Ja, ich muss es ja aufschreiben, weil sonst... 13... Sonst kommt das Zollamt und schließt meinen Laden. Ja, 13.2 schreibst du auf, ne? Ja, ja. Schreibe ich immer so. Also, ich schreibe nur die Einnahmen, die offiziellen Einnahmen. Ja, Trinkgeld muss steuerfrei. Ja. Gut, danke dir. Bitte. Achso, die Hampelmänner, die auf deinem Hof rumhampeln, die weißt du auch Bescheid, oder? Da weiß ich Bescheid, ja. Ist ja witzig bei denen, ne? Ja, ich bin jetzt mit dem Auftrag fertig und die sind anscheinend immer noch da unten. Ach so. ja. Kann man das irgendwie einstellen, dass dann nur 10.000 rauskommen? Nee. Das ist ja doof. Musst du gefühlsmäßig machen. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich gefühlsmäßig richtig mache. Wenn das 3-2, wenn das ein bisschen mehr ist, dann ist es nicht so schlimm. Okay. Warte mal, ich guck mal. Was habe ich gesagt? 10.000, gell? Ja. 6. 7. 8. 9. Ups. 10.002. Ui. Ja. 2 Liter bekommst du geschenkt. Ey, geschenkt? Dafür hast du Trinkgeld gekriegt. Gut, danke dir. Jo. Bis dann mal. Bis dann. Tschö. Tschüss. So, gut. Perfekt. Muss ich nämlich nicht immer wegen Dünger hochfahren, sondern dann habe ich jetzt mal einen kleinen Vorrat. Und dann fahre ich jetzt in den Wald, also erstmal zum Hof, das Zeug hier abladen, dann fahre ich in den Wald, die Kohlepaletten voll verladen und dann schauen wir weiter. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein.
Bis dahin, macht's gut. Tschüss.